Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Beim letzten Mal sind wir in eine ziemlich brenzliche Situation geraten, aus der wir jetzt nur schwer wieder rauskommen. Und gemeinerweise finden wir hier im Hintergrund zwar eine alte Schreibmaschine, aber kein einziges Kistenutensil. Und das hätte ich gern. Deswegen spiele ich jetzt mit dem Gedanken, dass wir tatsächlich schnell in die Villa zurücklaufen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Weil ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mit der Lebensenergie und mit dem Equipment, das wir jetzt haben, irgendwas zu versuchen. Noch dazu könnten wir dann endlich mal die Kurbeln, die rechteckige Kurbel zumindest ablegen. Ich glaube, die brauchen wir auch gar nicht mehr, oder? Insofern würde das schon Sinn machen. Falls uns jetzt auf dem Rückweg nicht doch noch irgendwelche neu gespawnten, hinterhältigen Monster erwarten, könnten wir nämlich noch ein bisschen Loot mitnehmen und wären ein bisschen besser vorbereitet auf das, was uns da unten erwartet. Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Pistole wegpacken, Kurbel wegpacken, Heilung einpacken und dann sieht das Ganze gleich ganz anders aus. Und ich nehme die Magnum mit, glaube ich. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht schaffen wir die Spinne mit dem Flammenwerfer alleine. Aber da ist auch noch ein Hunter, den ich gern wegkriegen würde. Ja, gucken wir mal. Oh nein! Ach, shit. Shit, Leute. Shit. Shit, 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 shit. Ich hab den Hunter da draußen stehen lassen. Ich hab den stehen lassen, weil ich mir dachte, ah ja, da laufen wir eh nicht mehr vorbei. Ah, shit. Das war gerade so viel Glück. Ich weiß nicht, wie wir an dem vorbeigekommen sind, aber wir müssen leider noch mindestens einmal an dem vorbei. Eieieiei. Oh Gott. Da habe ich uns was eingebrockt. Da habe ich uns was eingebrockt. Ey, ich find's voll schwer. Resident Evil 1 auf Standard mit Chris ungeübt. Also ich meine, wir haben es mit Chill auf Easy schon durchgespielt, ne? Aber wenn man die Strategien nicht kennt und so weiter, wenn man vor allem nicht genau weiß, welche Gegner lasse ich stehen und welche nicht und so weiter. Ich find's richtig, richtig schwer. Richtig schwer. Irgendjemand von euch hat mir netterweise so den Tipp gegeben, hey, nur so als Hinweis, spiel Resident Evil 3 lieber gleich auf schwer, weil auf einfach ist es wirklich so der Kinderleicht-Modus, wo man einfach so durchmarschiert. Und ich habe mir so gedacht, als ich das gelesen habe, so, okay, danke für den Hinweis, aber ehrlich gesagt klingt der super easy Kindermodus nach dem, was ich gern spielen würde, tatsächlich. Das klingt genau nach dem, was ich haben will. Tja. Aber wir werden es auf normal spielen. Ich habe mir vorgenommen, dass wir die Resident Evil Spiele auf normal spielen. Ich gucke mir tatsächlich bei den weirden Spin-Offs, die vielleicht noch nicht mal Spaß machen, ne? Da gucke ich mir mal an, wie schwer die sind, wie schwer die wahrgenommen werden von der Community. Und wenn irgendein total bescheuerter Spin-Off, der auch echt schlecht ist, auch noch super schwer ist, dann spiele ich den so leicht wie möglich, damit wir das Spiel wenigstens durchspielen können. Ohne dass wir da lang drin hängen, weil sonst ist das, glaube ich, nur für alle Beteiligten frustrierend. Vor allem für mich. Aber die Hauptspiele will ich, glaube ich, wirklich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielen. Ich denke, das sollte schon möglich sein. Auch wenn wir uns hier jetzt ganz schön in eine Bredouille gespielt haben. Yes! Die Hunter können mir gar nichts. Ich bin Hunter-proof. Ich bin immun gegen Hunter-Angriffe. Es hat sich ausgehuntert. So, das kleine Mini-Kräutchen nehmen wir noch mit, oder? Ja, perfekt. Ah, ich glaube fast, jetzt habe ich tatsächlich einen Inventarplatz doch insgesamt zu wenig für alles, was ich aufheben will. Aber, na, gucken wir mal.
Möchtest du hinuntersteigen? Steig, steig, steig. Okay, cool. Das sind schon mal bessere Ausgangssituationen. Jetzt überlege ich nur. Es gibt nämlich hier unten auf jeden Fall. Wisst ihr was? Keine Ahnung. Hier unten liegt Schrotflintenmunition und ein Erste-Hilfe-Spray. Dafür muss ich aber zweimal an einem Hunter vorbeilaufen. Wenn das Kraut ra... Ja, okay, ich versuch's. Ich versuch's. Das war schon mal sehr gut und auf dem Rückweg darf uns ruhig mal hauen, weil dann habe ich ja das Kraut, das ich sowieso weghaben will, weil das mein Inventar sonst zu voll macht. Und dafür gewinnen wir ein Erste-Hilfe-Spray und eine volle Ladung Schrotflintenmunition. Das ist ein guter Tausch. Tauschen wir gegen ein grünes Kraut quasi. Okay. Hey, ich find's ganz cool, weil jetzt ist das erste Mal, dass ich wieder so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich das Spiel ernst nehmen muss und dass ich es wirklich spielen muss. Und ich spüre die bedrückende Atmosphäre durch den Schwierigkeitsgrad. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Mit Chill sind wir sowieso durchspaziert. Das war auch lustig, ne? Versteht mich nicht falsch, das war cool. Aber das ist wieder so ein bisschen das Gefühl von früher und das Gefühl von, oh, um Gottes Willen. Das ist viel zu schwer. Moment mal. Ich bin irgendwie falsch abgebogen. Oder hast du zufällig noch mal Munition für mich? Nee, der hat wirklich nur eine. Schade. Ich verstehe die Karte im Untergrund nicht. Hä? Ich glaube, da hätte ich durch müssen. Ja, okay. Ich glaube, jetzt stimmt's, oder? Ich glaube schon. Ja. Ich bin der Hunter Evader. Hier, ihr könnt die Songrechte haben. Macht einen Hit draus. Mir geht's nur um die Kunst. Ich liefere nur die Inspiration. Oh mein Gott, ich brauche die rechteckige Kurbel aber noch, ne? Vielleicht müssen wir einfach nachher nochmal schnell zurücklaufen. Wäre auch wurscht, ehrlich gesagt. Okay. Dann gehe ich jetzt mal zur Spinne. Ich darf nur nicht vergessen, dann zurückzugehen und die Magnum-Munition zu holen, sobald wir einen Inventarplatz frei haben. Dum dum. Oh, come on. Ich glaube, der Flammenwerfer ist schon wieder aus, ne? Halt, stopp! Ein Schuss. Schieße ich mit der Schrotflinte, definitiv. Ging der jetzt gerade daneben? Also manchmal, ey. Es ist echt super ärgerlich, dass ich gerade einen Schuss verschwendet habe davon. Ärgert mich sehr stark. Aber wie die zerplatzt ist, das war sehr lustig, muss ich schon sagen.
Aber es ist alles gut, Leute. Ich habe mir, mal so die Hitpoints von Tyrant angeguckt. Und ich hoffe, mit 12 Kugeln Magnum sollten wir durch beide Tyrants-Kämpfe durchkommen. Und 12 Schuss habe ich auf der hohen Kante plus 4, die wir jetzt noch zur Not verballern könnten. Ne? Kriegen wir hin. Ist immer auch ein bisschen Glückssache, weil der Schaden, den die Waffen machen, ist teilweise auch randomized, also zumindest in einem gewissen Gebiet. Also ich glaube, bei der Magnum ist es tatsächlich so, aus nächster Nähe macht die immer exakt 40 Schaden oder sowas in der Art, aber auf Entfernung macht sie halt irgendwie dann 38 bis 34, ne? So in dem Spektrum. Und so ist das halt bei vielen Waffen. Deswegen kann man es immer nicht so genau sagen. Ach so, genau. Möchten Sie ablegen, Flammenwerfer? Sí, señor. Ablegen. Fliegen. Okay. Wo gehe ich jetzt rein? Ich gehe jetzt mal... Ich gehe, glaube ich, erstmal da rein. Oder? Ich gucke erstmal kurz da rein. Nur mal schnell gucken. Oh ja. Oh ja. Oh, die Musik ist Musik in meinen Ohren. Oh, nice. Oh, Gott sei Dank. Her damit. Oh, herrlich. Wir haben es geschafft. Wir haben den Engpass hinter uns gebracht. Das war eine kritische Stelle für diesen Run. Aber wir haben es geschafft. Ich bin sehr stolz auf uns. Okay, das ist die Kurbel, die wir nachher nochmal brauchen. Ich speichere mal kurz. Dann wird noch ein bisschen Inventar gemanagt. Es gibt die sehr weirde Fan-Theorie, finde ich. Die sehr weirde Fan-Theorie, also über Resident Evil 7, dass es in Resident Evil 7 zwei... Oh Gott, was war denn das gerade für ein letzter Sound? Habt ihr das gehört? Das hat sich nach einer Störung angehört, zumindest auf meinen Kopfhörern. Keine Ahnung, ob das im Video auch so ist. Aber dass es in Resident Evil zwei Häuser gibt, zwei Baker-Anwesen, separat voneinander. Und zwar mit der seltsamen Begründung, dass... In einem der Videos, die man so sich angucken und nachspielen kann im Spiel, ne, der Sicherungskasten zusammen mit anderen kleinen Details anders sind als im Hauptspiel. Und also, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wie es euch geht, Leute. Aber ich finde die Begründung, dass die Bakers irgendwann mal ihren Sicherungskasten woanders hingebaut haben, ist eh nur alles irgendwie so an dieser Holzhütte verkabelt, so, ne? Irgendwie plausibler, als dass es zwei identische Häuser gibt, nur dass in einem der Sicherungskasten ein bisschen anders platziert ist als in dem anderen Haus. Keine Ahnung. Aber gut, es gibt für alles eine Fan-Theorie, ne? Warum nicht? Und weißt du, so andere Sachen, dass die Häuser anders dekoriert sind. Wir wissen nicht mal genau, wie viel Zeit da dazwischen liegt. Warum sollten die nicht umdekoriert sein, worden sein? Ich meine, menschlich genug sind die Bakers ja schon noch irgendwie. Dass man denen zutrauen würde, dass die irgendwann mal Frühjahrsputz machen auf ihre bizarre mutierte Schimmelart. So. Wo sind wir jetzt? Aha, Moment. Hier ist wirklich gar nichts. Na gut.
sechseckiges Loch. Dann kurbeln wir mal. Und jetzt kurbeln wir nochmal. Quick, quick. Ist schon ein lustiges Geräusch für die Kurbel. Jetzt aktivieren wir den Felsen. Schon lustig, ne? Der will irgendwie, der spielt Fangen mit uns. Der sitzt da und wartet, dass wir ihn berühren. Und nur dann, ne, wenn Chris sagt, du bist, dann läuft uns der Fels hinterher. Na warte, dich erwische ich, Chris. Einen Heidenspaß hatten die beiden. Vielleicht hasst Chris auch deswegen Felsen so sehr, weil er hier seinen einzigen Freund, seinen besten Freund zurücklassen musste. Dem Felsen, der ihn in den dunkelsten Stunden seines Lebens beistand mit einer Partie harmloses Fangen. Können sie nicht benutzen. Sag bloß, ich brauche die viereckige Kurbel. Nee, das wäre totaler Quatsch. Ich stehe bloß nicht richtig. Dass es in Resident Evil 1 überhaupt zwei verschiedene Kurbeln gibt, ist schon weird eigentlich, ne? Warum braucht man jetzt eigentlich genau hier unten eine andere Kurbel als oben und so? Aber gut. Wird schon irgendeinen Logikgrund haben. Ich meine, es hat tatsächlich hier den Grund, dass man die Cutscene mit dem sterbenden Dingsy Rodriguez auslösen muss, damit man überhaupt weiterkommt, ne? Dadurch wird man so ein bisschen geleitet. Ah ja, okay. Die Wolfsmedaille. Ich weiß nicht mehr, wo wir die andere Medaille finden. Kann sein, dass wir nochmal ins Haus zurücklatschen müssen, deswegen. Ich weiß wirklich nicht mehr. Aber werden wir rausfinden. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich glaube ganz fest daran. So, ich gehe jetzt nochmal ganz fix zurück in den Kistenraum, einfach nur, weil ich die zweite Modisk ablegen will, weil die nimmt uns ja wirklich nur Inventar weg. Wehe, mich beißt jetzt eine Schlange. Wehe, Schlangen, ich warne euch. Wer mich jetzt beißt, der kriegt aber Ärger. Sind die Schlangen gerade durch die Wand durchgeglitscht? Vielleicht soll das so sein, dass die quasi so aus den engsten Ritzen sich rauswinden. Hey, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Kommen wir jetzt nicht ins Labor? Ach so, nee, wir brauchen definitiv erst die Adlermedaille und ich weiß nicht, wo die ist. Ja, genau, okay. Leute, machen wir hier an der Stelle für heute Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wenn ihr jetzt auf die Abonnentenzahl guckt, haben wir schon die 4040 erreicht. Das heißt, wir haben einen neuen Bonus freigeschaltet, den ich jetzt hier bei in der Folge gar nicht verkünden will, weil was, wenn doch noch nicht? Und dann ist doof. Also sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.